Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Henning Merten, neben mir sitzt Denise KP. Wir waren zusammen im Sommerhaus. Die erste Folge lief jetzt. Das ist ja eigentlich, das irritiert mich total. Das ist modern. Man lässt jetzt hinten den Schniepel immer rauslaufen. Jetzt erstmal Sommerhaus der Stars. Erste Folge, wir beide. Einzug, Anspucken, Aufregung, erstes Spiel. Gab es überhaupt schon mal so eine krasse Folge zum Start direkt vom Sommerhaus? Ich glaube, das gab es noch nicht. Also ich glaube, ich habe ja selber die vergangenen Staffeln alle geschaut, aber so heftig, wie dieses Jahr die Staffel begonnen hat, ich glaube, das ist Premiere. Ja, und die ersten zwei Tage dachte ich, boah, ist das langweilig irgendwie so, aber das war ja doch irgendwie ja nicht, wa? Im Haus direkt. Ja, ja. Aber wir haben uns ja ein Glück, sage ich mal, so relativ zurückgehalten noch die ersten drei Tage, waren ja drei Tage jetzt in einer Folge. Und ja, ich bin ganz froh darüber jetzt. Das ist mein erster Eindruck, meine Meinung, dass wir da uns eigentlich eher rausgehalten haben, weil es schon sehr, sehr grenzwertig war. Also es war schon krass. Ja. Also mir tat André leid, mir tat Jenny unheimlich leid. Wir haben uns ja auch sehr, 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 sehr gut verstanden und deswegen hat man da richtig mitgelitten. Und ich dachte nur, krass, also wer hättest du an der Stelle gestanden und dir wäre das passiert. Man darf auch nicht vergessen, ihr seht immer nur einen Bruchteil. Wir haben ja jeden Tag 24/7 dort die Zeit mit den Leuten geteilt. Es gab viel, viel mehr Situationen, noch viel mehr Eskalation, viel mehr Streit, was gar nicht alles gezeigt wird, weil so viel Material kannst du gar nicht den Zuschauern zeigen, so viel wie da passiert ist. Schon alleine die ersten drei Folgen, ich glaube, damit hättest du schon die ganze Staffel filmen können. Das ist so also, viel, was da passiert ist. Ich habe ja auch mit Kugi gesprochen, ja, ja. Alle so eine Szenen wurden ja gar nicht gezeigt, weil es wirklich einfach, wie da hätten vielleicht auch die Zusammenhänge gefehlt. Es war noch viel, viel mehr. Ja, alleine überleg mal, der Einzug, mit dem, wie wir erstmal sauber gemacht haben, ja, wie sah aus wie Schwein. Unmöglich, dass Georgina und Kugi sich direkt das Doppelbett gegriffen haben. Das war zwar ganz klein thematisiert, aber es war eigentlich noch viel größer da die Diskussion, weil wir das alle kacke fanden. Aber das sind halt so alles Sachen, da sieht man aber nur einen Bruchteil, aber es ist eigentlich noch viel größer eskaliert. Die Nacht war eigentlich auch extremer mit Kugi, muss ich sagen, wo die Nase zugehalten wurde. Die Nacht war viel extremer. Die wurde noch so Lulli Fulli dargestellt, fand ich so ein bisschen, aber der ist ja... Alle sind aufgeschreckt, jeder laut und dachte, boah, Eskalation oder was? War es so, wie man es erwartet hat, die erste Folge? Man muss auch dazu sagen, dass wir ja gar nicht so richtig wussten, ob diese Spuckattacke wirklich auch drinnen bleibt. Oder ob es rausgeschnitten wird, ne? Nein! Extrem für denjenigen, der das auch getan hat, ne? Also für Kobi. Für ihn ist es natürlich schon krass, aber auf der anderen Seite, das ist nun mal passiert dort. Ja, es ist Reality-TV und deswegen... Ja, ist schon krass. Also ist schon... Bitter. Schon bitter, ja. Sehr demütigend natürlich auch für die andere Seite. Ja. Ja, also ich bin froh, dass uns da nichts passiert ist, dass wir uns da eigentlich wirklich im Raum rausgehalten haben und somit erstmal da raus waren. Wir hatten ja auch das Glück, dass wir noch beim Interview waren in der Zeit. Und wir sind ja dann zum Ende hin dazugekommen und haben dann gedacht, was ist denn hier los? Ja, dann ist es ja mal mehr eskaliert. Also es ist auch noch kurz zwischen Kevin und mir eskaliert. Wirklich komisch gewesen, dass wir immer, wo wir Interview hatten, dann war, wir kamen wieder und da ist die Bombe geplatzt. Ich dachte, was ist denn hier nicht in Ordnung? Dann das Spiel, Baby. Was sagst du? Oh no! Schläger, Holz, Boden. Großes Rohr, großes Rohr. Schlüsselloch. Was? Tröte? Trompete? Klavier? Flöte. Horn. Rohr? Ein Abflussrohr? Ein Abflussrohr, ein Scheißhausrohr, ein Drainage? Ach, Scheiße! Dritter Platz waren wir mit Annemarie und Tim zusammen. Also das Spiel in der Höhe, die Wippe, wenn ihr das da draußen gesehen habt. Ja, und ich wurde wieder nur dargestellt wie... Aber eigentlich waren wir gut. So schlimm waren wir eigentlich gar nicht. Wir waren Platz 3 und hätten wir noch die zwei Begriffe mehr gehabt, die Henning vergessen hat am laufenden Band. Am laufenden Band war das ohnehin. Dann wären wir Platz 2 gewesen.
Wäre mir noch besser gewesen, wenn wir auch Platz 1 haben können. Aber gut, wir haben verloren, wir waren nicht die Sieger des Spiels. Aber für mich war das richtig krass, denn ich habe mich eigentlich einer meiner größten Ängste gestellt, nämlich der Höhenangst. Ich habe wirklich wahnsinnige Höhenangst und das Spiel war für mich Horror, weil natürlich weiß man, was in den vergangenen Staffeln für Spiele stattgefunden haben. Man hat sich schon so ein bisschen danach orientiert und ich habe immer gesagt, oh Gott, wenn ich mitbekomme, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und dann gleich erstes Spiel, ja, dann noch mit Pantomime, was ja vorher noch nie war. Vorher was war Spaß macht. Pantomime? Also ich fand das auch, war nicht meins, muss ich sagen, ich hätte mir das auch. Also ich fand Pantomime besser als Schätzfragen. Wir hatten ja auch das Wort, kann ich das erklären schnell mal? Ich erkläre es schon mal für euch, ja, dass ihr mal seht, wie Denise das gemacht hat und ich hätte das halt erklären sollen. Und ja, die Leute haben es wahrscheinlich gesehen, von daher wissen sie es eh, aber du hast halt wirklich auch nur so. Nein, stopp. Ich habe erst so gemacht. Also, ne? So und dann so. Steht. Ja. Und dann sagt man nun mal die bestimmten Wörter. Ja, und man dann habe ich gesagt, und dann, Und ich immer schlaff. Ja, naja, ist doch aber auch schlaff, aber ein anderes Wort dafür. So. Erektionsstörung. Ja, das haben wir nicht gefunden. Ich finde, ich habe es gut gefunden. Und warum? Weil er keine hat. Nee, wie war das Wort? Erektionsstörung. Und ich hab ich nicht. Aber das haben sie leider nicht mit drin. Schade, also es war wirklich ein witziges Spiel. Okay, aber ich fand es super, dass ich mich meine Angst gestellt habe. Das fand ich toll. Abwarten, was da noch so passiert. Ja. Und jetzt schalten wir nochmal einen Gang zurück. Und zwar zum Einzug. Darüber haben wir ja angesprochen. Der Einzug, der war ja eigentlich auch krass. Ich höre schon welche. Ich höre schon Stimmen, wirklich. Die standen ja vorher schon in der Presse, ja, kann man so sagen. Und weiß, dadurch, dass wir ja auch geguckt haben, jeden Tag, wer könnte drin sein, wie ja. Was, und jetzt standen ja ganz andere Paare, dann guckt man sich die Paare an und jeder, der da reingeht, weiß und guckt vorher. Und deswegen habe ich gesagt, ich denke schon, dass man uns kennt. Nicht, gehe davon aus, dass man mich kennt von irgendwo hier pipapo, nee, da kennt man mich nicht, klar. Jetzt aber, ja, aber dadurch, dass wir ja in der Presse standen, schon relativ zeitig, was ich krass fand, haben die 100 pro geguckt und wussten auch, wer wir sind. Naja, und meinte ja, Annemarie wusste das, dass wir einziehen. Fabus wusste, dass wir einziehen. Also Georgina wusste das, hat sie auch gesagt, ja. Am Tisch. Ja, ja, da, na, aber erst wo wir drin waren, ja. Und das haben sie nicht gezeigt. Ja, dann wusste sie aber genau. Ach, ja. Also das haben sie schon clever. Für uns vielleicht tatsächlich auch ein kleiner Vorteil gewesen, dass die einen oder anderen sich darauf vorbereiten konnten oder wussten, wer wir sind oder uns so ein bisschen zuordnen konnten, auch wenn es nicht jeder dann direkt zugegeben hat und gesagt hat, ja, ich habe schon gelesen in der Presse, dass ihr einzieht, weil darüber darf man ja auch nicht wirklich sprechen, sage ich mal. Ne? Alles, was mit, also macht, ist einfach nicht. Du gehst da rein, du konzentrierst dich auf dich als Paar und alles andere ist nebensächlich. Ne? Und da beredet man halt nicht solche internen Geschichten, aber wir haben ja auch schon damit gerechnet, dass Annemarie und Tim eventuell einziehen könnten, weil sie auch in der Presse vorher standen. Richtig. Ja, die Begrüßung war gut eigentlich. Leider haben sie nicht gezeigt. Tim kam direkt auf uns zu, haben die Koffer abgenommen. Wir haben uns eigentlich zwar harmonisch zum Anfang mega gut verstanden. Ja. Bei Georgina habe ich direkt am Tisch schon gesagt, ich kenne dich nur aus schlechter Presse. Von daher bin ich gespannt, ob du das hier widerspiegelst oder ob du so anders bist. Ja. Und ja, ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Da brauchen wir ja nicht drüber quatschen. Nächste Woche Mittwoch dann für euch im Fernsehen. Genau, stimmt. Genau, so und dann läuft es, glaube ich, auch noch nächste Woche Sonntag im TV. Ich glaube, okay, ja, nächste Woche geht es schon los mit Mittwoch und Sonntag. Genau. Also da einschalten. Und es dann bleibt spannend und danke von mir auch für den ganzen Support. Aber, wir haben noch Fragen. Hast du ihn offen gelassen? Ja. Ja. Geiler Typ, okay. Wie habt ihr das ausgehalten? Also wir haben uns tatsächlich zurückgezogen, haben erstmal machen lassen, uns einen Eindruck verschärft von allen. Also so war ich. Also mir war es auch zu viel am Anfang. Ich muss sagen, ich bin in den ersten zwei Tagen relativ früh nach meinen letzten Interviews immer ins Bett gegangen, weil mir das einfach zu laut war, zu viel war und war einfach zu viel Input. Ne? Aber man gewöhnt sich dann mit der Situation daran. Aber lasst euch überraschen, weil ihr werdet noch sehen, wie sich die ganzen Eigenschaften verändern von den Leuten, auch von mir, von Henning, also. Man sieht, für Alkohol ist das wirklich so, ja, war schon schnell leer. Kühlschrank war immer voll. Ja, aber auch leer. Auch immer leer. Irgendwie war das schon seltsam, ja. Ist das alles echt oder Drehbuch? Nee, also es ist wirklich, wäre ja krass, wenn das Drehbuch wäre, dann wäre ja, dann läuft dann wären ja manche wirklich krass.
Also, du musst dir vorstellen, du bist zu 16 in so kleinen Räumen und auf engem Raum zusammen. Und jeder ist anders und jeder ist einfach anders. Und das ist ganz normal, dafür brauchst du kein Drehbuch, um dass dann irgendwann irgendwas eskaliert. Wie hast du es geschafft, immer so ruhig zu bleiben? Ja, ich habe, wie gesagt, erstmal alle auf mich zukommen lassen. Einfach immer positiv. Ja, ja, ich war halt auch, ich habe mich eigentlich auch tatsächlich mit Kubi verstanden. Man wird ja nicht glauben. Ja, also ich habe mich auch mit Kubi total gut unterhalten und ihn, wo dann mit Denise die Auseinandersetzung war, ich konnte mich mit ihm unterhalten eigentlich. Er hat mich zwar nicht so zugehört, aber es ging tatsächlich mit Kubi. Oh, wie hättest du reagiert, hätte er dir ins Gesicht gespuckt? Oh Gott. Gespuckt. Kann ich euch nicht sagen. Ich war nicht in der Situation, von daher kann ich nicht sagen, was ich gemacht hätte. Ich glaube, alle anderen wären dazwischen gegangen. Da wäre eh nichts passiert. Hätte dem eine gepfeffert, hätte ich dem. Also ich wäre auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall was gesagt oder so. Also, aber ja, aber keine Ahnung. Wie gesagt, ich war nicht in der Situation, kann ich nicht zu sagen. So viele Fragen habt ihr gar nicht gestellt, es ist immer wieder dasselbe. Es war wirklich nur Andreas, Kubi und Georgina. Es ist krass, wirklich nichts anderes. Nee. Es ist echt heftig. Es geht nur um Andreas, Drehbuch, Georgina. Was hattet ihr da für Essen? Das ist eine super Frage. Ja, tatsächlich eine große Umstellung. Kartoffeln? Nee. Ach doch. Nudeln? Kartoffeln, Nudeln, Reis, Eier und ab und an mal Fleisch und Obst. Das war es eigentlich. Also, dolle war nicht, kam zwar immer dann, aber das werdet ihr wahrscheinlich noch alle sehen. Wie habt ihr geschlafen bei dem Geschnarche? Ja, also. Mich stört das gar nicht. Ich schlafe jetzt schon fest, ich höre sowas nicht. Ich hab das eigentlich auch nicht gehört, muss ich sagen. Mich haben eher andere Sachen gestört. Die Fliegen, die Zecken. Der Gestank vom Bett alleine, ja. Diese Klamme. Weißt du, was ich meine? Mhm. Diese Feuchte. Das war schon nicht schön. Und du konntest halt auch nicht waschen. Hättest du das gewaschen, hättest du 3 Tage warten müssen, ehe das trocken ist. Weil der regnet ohne Ende. Ja? Kein Bettbezug mehr gehabt. Es hat ja geregnet ohne Ende. Auch ganz spannend. Gab es Sachen, die ihr jetzt erst mit der Ausstrahlung mitbekommen habt? Also tatsächlich, es wird dazu kommen, dass man erst mit der Ausstrahlung sieht, wer über wen wie gesprochen hat. Jeder wartet, glaube ich, auf irgendein Zeichen, auf irgendeine Situation. Weil natürlich hast du deine Interviews und du lebst dort mit krassen Emotionen und ich bin gespannt, wem was wie passiert ist, mal im Interview oder mal rausgerutscht ist. Wie fandet ihr das Niveau? Ja, das Niveau, wenn man da nicht drin ist und man diese Emotionen nicht hat, wie jetzt die Zuschauer, dann kann man kann es schwer nachvollziehen. Es kocht hoch. Es kocht hoch. Man erlebt das. Es sind so viele Eindrücke, die man in diesem Sommerhaus sammelt. Ja, schlechtes Wetter, 16 Personen auf einem Haufen, wenig Essen, dann ein Badezimmer. Kaltes Wasser. Das hat hier Stunden dort. Dann viele, viele aufmerksame Menschen, die laut sind und alles trudelt aufeinander, dann konntest du dich draußen nicht aufhalten, weil es nur geregnet hat. Man war eigentlich auf engstem Raum und dann kocht es hoch. Die kleinste Sache wirbelt auf und so war das da. Und damit muss man erstmal umgehen können. Das ist nicht einfach. Und deswegen, man kann das nicht so nachvollziehen. Aber wenn man drin war, kann man das schon ein Stück weit irgendwie nachvollziehen. Klar muss man wissen, was man macht, wie man es macht. Und der eine schafft es, der andere nicht. Und jeder muss selbst wissen, wie er damit umgeht und was er daraus macht. Ja. Welches Promi-Paar habt ihr davor gar nicht gekannt? Ich muss sagen. Die Faros kannte ich nicht. Die Faros kannte ich überhaupt nicht. Auch Diana Herold. Diana und Herold und Michael. Genau, also kannten wir auch nicht. Oh, gut, dann würde ich sagen, es bleibt spannend. Ja, wartet erstmal, wir dürfen ja nicht alle zahlen, wir haben ja noch eine Wiedersehenssendung. Ja. Und ja, da wird dann ausgepackt. Also danke erstmal für Zuschauen, die nächste Folge dann bei Denise. Ansonsten kommen noch viele, viele andere Videos, ja, die damit zu tun haben. Wir geben jetzt ein bisschen mehr Gas hier. Genau. Auf unseren YouTube-Kanälen. Guck mal. Was jetzt noch alles so passiert. Also erstmal danke fürs Zugucken, bis bald, tschüss und auf Wiedersehen.